Und damit herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, wie der Titel des Thumbnails oder des Videos schon sagt, klein aber fein. Wir haben im Moment einen etwas kleineren, oder spielen im Moment etwas kleinere Clankriege. Der letzte war ein 10 gegen 10. Das ist hier sehr, sehr unüblich, aber 23-21 gewonnen. Und ich finde, das ist ordentlich. Hier wurde gut gedefft. Aber es war auch so ein bisschen das kleine Quäntchen Glück, dass hier unten zwei Neuner waren. Aber hier sind auch Zehner dran gescheitert. Also es ist jetzt nicht so, dass man die einfach überlaufen hat hier. Der Lukas hat, glaube ich, 10 und 9 dann gemacht. Und der WWW8 oder Swash, ich weiß gar nicht, wer es war, ist dementsprechend dann gleich ein bisschen höher gerückt. Aber solche Bases hier sind nicht unbedingt als RH10 selbstverständlich zu überrollen, sondern da kann man auch mal Pech haben, dass die Truppen dumm rennen oder dass die CB, wenn doch zu starkes Queen geht rum oder was auch immer. Also irgendwas kann einem da ja immer wieder fahren, dass es nicht optimal läuft mit oder für Lukas läuft es hier schon ganz gut und er hat hier mit einer Bowler-Gang, hat jetzt sogar noch ein paar Bowler für ein Cleanup die Base hier geschafft mit, muss ich mal schauen, 29 und 30er Heldenpärchen. Also auch bei Lukas geht das immer ein kleines Stückchen weiter voran. Wie ihr wisst, Lukas ist ja ein Rascher. Ja, ist viel zu früh auf, er hat 10 hoch und hat jetzt halt das Problem, dass er die Helden mal so ein bisschen nachziehen muss, aber funktioniert ja. Wird schon. Und nein, Lukas ist kein Rascher. Lukas hatte halt nur keinen Bock mehr, die vollen Lager zu ertragen. Das war ja auch eigentlich mein Problem, als ich noch RH9 war und meine Helden auch noch 2-3 Level brauchten. Da muss halt mit leben, dass die Lager dann immer voll sind und dass du immer schön abgefarmt wirst als RH9, weil du natürlich immer viel anzubieten hast. Da kann man dann auch ruhig mal eine Base, einen Gegner mal nicht schaffen. Das heißt also, man holt viel Ressourcen und man muss da nicht unbedingt gewinnen. Aber hier wurde gut angegriffen. Das ist ein RH11 auf ein RH10. Bei 10 gegen 10 hast du ja auch nicht so richtig die Auswahl. Also eigentlich ist Scheitern oder Fehlen überhaupt nicht angesagt, weil sobald ein Angriff hier fehlt, klar, jeder hat zwei Angriffe, so ist es nicht. Aber hier kann man sich nicht viel erlauben in so einem CK. Und der war auch wirklich stark, auch vom Gegner. War ein finnisches Team. Und auch die haben gut angegriffen. Also das war wirklich ein CK, der auf Augenhöhe war, am Ende ein bisschen Pech. Und wie gesagt, mit den zwei Neunern halt auch ein bisschen Pech gehabt. Aber so ist das normal. Da kann man nichts machen. Ich bin im Moment selber überhaupt nicht im CK. Ich habe mal wieder nicht daran gedacht, meine Neuner hier grün zu stellen. Deswegen setze ich mal wieder ein CK aus. Ist alles nicht so tragisch. Ich bin im Moment auch nicht so CK-gierig, muss ich sagen. Muss da also nicht auch noch Hirse, wie das jemand bei uns immer sagt, reinstecken und kann einfach so ein bisschen hier rumfarmen. Denn im Moment befinde ich mich ja mit Avatar noch in einem anderen Clan. Allerdings weiß ich noch nicht, ob ich da ein CK mitspiele. Der Clan ist in Fusion irgendwo mit einem anderen Clan und hat da ganz andere nicht Sorgen als CKs zu spielen, aber hat dort sicherlich etwas anderes zu tun, als mit mir dann auch noch Clankriege zu spielen. Und so zeige ich euch doch lieber ein paar schöne CW-Fights, only RH10 und RH11 diesmal. Ist ja auch mal für uns eher selten, dass wir überhaupt keinen Neuner mitgenommen haben. Und aber es hat funktioniert, unser Lock wird so ganz, ganz langsam wieder grün. Und ich habe auch von diesen Kämpfen hier noch nicht viel gesehen, weil ich doch tatsächlich ein bisschen abseits von Kok auch mal wieder etwas getan habe. Ich habe mich also in abends auch mal wieder meinen anderen Spielen gewidmet. Das sind vor allen Dingen Rollenspiele. Und
denn dort geht leider auch ein bisschen Zeit bei drauf und ich möchte aber trotzdem auch ein bisschen am Ball bleiben. Bin dort also auch sehr stark gar nicht gefordert, aber es ist halt sehr viel mit Teamspeak und wenn man sich dann abends zu irgendwelchen Raid- oder Gruppenveranstaltungen trifft, dann bleibt da keine Luft irgendwie noch nebenher irgendwas zu machen, sondern da macht man dann wirklich auch ganz bewusst das Spiel und nichts anderes. Der Master holt hier mit Ach und Krach, sehe ich gerade, 2 Sterne, okay, das war jetzt, ja, die Base war gar nicht so gut, da hat er schon bessere gemacht, also bessere Angriffe und auch bessere Bases. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, jetzt muss ich einmal zwischendurch reingucken, ja, kann man mal sehen, prozentual waren wir sogar hinten und dem Gegner haben einfach nur die Sterne gefehlt, allerdings hier auch ein bisschen Pech, Mastengo 97% auf die Nummer 4, den habe ich auch gesehen, das war ein Zeitproblem und das war einfach nur Pech. Oh, die Base kenne ich so ein bisschen, die ist so ein bisschen ähnlich wie die, die ich eigentlich als CK-Base habe oder ich weiß gar nicht, ich glaube der Joker hat die auch bei uns oder so eine ähnliche. Da müsste ich eigentlich mal nachschauen. Was ich glaube, der Joker hat so eine ähnliche Base. Und manchmal hat man ja Glück. Dann kann man auf eine Base, die im CK eingesetzt wird, einfach üben, weil jemand anders die Base hat. Und kann dementsprechend dort so ein bisschen ein paar Trumpfkombinationen üben. Und kann sich auf so eine Base vorbereiten. Aber der Daywalker macht die schöne 2 Sterne. Ist auch schon eine starke Base, muss ich sagen. 3 oder 4 auf 3. Die war schon stark gemaxt hier mit dem Bogenschützenturm, mit dem Magierturm und so weiter. Das wird nicht einfach oder es ist nicht einfach als RH11 einfach mal eben so selbstverständlich hier ein paar Sterne abzurocken. Zumal wenn ich solche Bases sehe, kriege ich natürlich als RH10 immer irgendwelche komischen Verdrehungen in den Augen. Also Hut ab hier. Das sind schon verflixt starke Bases und wer die als RH10 dann mal macht oder machen muss, der muss schon ein bisschen mehr auf dem Kasten haben als ich. Da kenne ich hier sicherlich welche bei uns im Clan. Gibt es RH10er, die auch so eine Base hier mindestens 2 Sterne? Ah, weiß man nicht genau. Weiß man nicht genau, wie es läuft. Aber der Norman hat hier jetzt auch ein kleines Problem, denn seine Queen geht nicht da rein, wo er eigentlich das Loch für die Queen gemacht hat. Und so kommt er aber gleich mit den, glaube ich, mit seinem Kill-Squad weiter durch dieses Loch durch, um hier ein bisschen weiter aufzuräumen. Ah, nee, macht er nicht, er kommt da unten rein. Habe ich auch noch nicht gesehen. Okay, dann macht er da natürlich jetzt ein bisschen freier an der Stelle und versucht den Funnel hier weiterzumachen. Mal schauen, wenn er die Valkyren rein schickt, die ersten Bowler und die Hexen. Skelette gehen jetzt schon so ein bisschen Richtung Mitte. Ah ne, jetzt gehen sie doch noch weiter außen rum, aber jetzt hat er schon mal den Jump gesetzt, weil der King nämlich die nächste Def angepeilt hat, wird jetzt allerdings auch vom Adler anvisiert und er hat immer noch die Valkyren nicht draußen. Sprung ist aber noch aktiv. Oh, die Valkyren sind jetzt aber schon Ziel von der Adler-Def geworden. Und die hatte er gefriest, okay. Oder sie war weg, ich habe es jetzt gar nicht gesehen. Und in der Mitte mit so vielen Valkyren, klar, die gehen jetzt natürlich alle von der Flugdev drauf, ist aber nicht so schlimm, die sind schnell genug. Und so hat er hier, knappe 2 Sterne. Okay, 2 sind 2, aber es fehlten dann halt die Prozente am Ende. Und so waren das hier 2 Sterne. Joker hat diesmal die 1 gemacht. Da sind dann auch sicherlich Absprachen gelaufen. Und kommt hier mit einer Bowler-Kombi raus. Was mir jetzt sofort auffällt, dass Joker ein Level mehr auf seiner Queen hat. Und jetzt auch so nach und nach mit seinen normalen Helden nachkommt. Ich denke mal, Truppen, Zauber sind eigentlich so weit, dass man jetzt sein gesamtes Schwarzes in die Helden stecken kann, denn
irgendwann ist man ja auch mit den ganzen Sachen durch, wenn man so lange schon RH11 ist. Und Joker ist schon sehr, sehr lange RH11. Allerdings, klar, es kommt immer was wieder dazu. Da kommt irgendwas dazwischen. Hast du gerade ein bisschen Gold angespart, willst vielleicht zwei, drei Mauer machen und plötzlich steht ein Update vor der Tür. Und dann kannst du das Gold erstmal wieder woanders für einplanen, weil irgendeine Dev gebaut werden muss oder irgendwas anderes. Es war jetzt schon länger her, dass es mit dem Bombenturm eine weitere Dev gab. Also, dass ein bisschen was an Ausgaben reinkam. Danach waren ja nur Truppengeschichten als Update da und nichts, was... Ah doch, die La, richtig. Im letzten Update ging die La ja nochmal ein Level hoch. Das heißt, man hatte dort wieder dann auch noch sicherlich wieder zu investieren, dass man dort nicht mal eine Mauer macht, sondern da doch vielleicht eher erstmal die La, denn die Mauer machen sich von ganz alleine, aber die Dev, das ist dann hier oben in so einem Clan Level 12 so ein bisschen Must-Have. Da würde ich dann auch eher vorziehen, dass man die Dev macht, anstatt eine Mauer macht. Ich habe jetzt gar nicht vorgespult, aber so haben wir einen schönen Angriff hier fast komplett mit 3 Minuten gesehen. Und dann gucken wir mal, wohin uns der nächste Clankrieg so bringt. Wir spielen einen 15er CK. Mit 2 Neunern, ein paar Zehnern und 5 Elfern. Absolut ausgeglichen auf beiden Seiten. Der CK, also auch der Gegner hat exakt die gleichen Rathäuser. Und das verspricht natürlich nur, dass es spannende Kämpfe gibt. Schöne Kämpfe gibt vor allen Dingen. Und ist auch ein starker Gegner mit richtig vielen Siegen. Und auch einer kleinen Siegesserie. Allerdings ist unsere Siegesserie jetzt auch schon auf... 3 oder 4 angewachsen. Da muss ich mal eben schauen. Ja, leckt hier ein bisschen. Da muss ich hin. Ja, das sieht gut aus. 1, 2, 3 Grüne. Danach das Unentschieden und ein Grüner. Also eigentlich ist unsere Siegesserie 5. Aber sie ist immerhin 3. Und hier sieht man es, jawohl, 3. Und der nächste Gegner ist, wie gesagt, auch ein Clan Level 12. Mit einer respektablen 272er Kriege gewonnen und auch mit einem kleinen Strike von 2, also ähnlich wie wir. Und ich hatte schon gesagt, es sind exakt 5 Elfer auf der anderen Seite. Es sind dann bis hier unten zur 14 Zehner und dann noch 2 Neuner und das ist exakt so bei uns so. Also passt. Matchmaking stimmt diesmal, zumindest von den Rathäusern. Ich habe aber auch schon ein bisschen hier reingeguckt in die Bases und habe dort noch keine Engineering-Bases gesehen. Also das sind alles, auch der hier unten ist ein echter Zehner mit Infernos. Und hier unten, das sind auch keine Engineering-Bases im RH9-Bereich, sondern das sind richtige Neuner mit schönen X-Bogen und so weiter. Schöner Ausbau. So ein bisschen bleibt hier das Farmen bei mir auf der Strecke. Ich habe auch so ab und zu mal jetzt mit einer ganz anderen Truppe mal gefarmt, weil ich so ein bisschen nicht Muff habe, aber ich habe ja das starke Ziel, oh, den wir mal mitnehmen hier, ob wir wohl, jetzt muss ich mal gerade schauen, ich muss mich mal gerade eben konzentrieren. So, ich muss mal eben die Helden hier wegmachen und zwar möglichst ohne großartig etwas hier zu verschwenden, weil die will ich mir einfach mitnehmen hier, die Base. So, mal gucken, ob meine beiden Mauerbrecher hier jetzt schon reinkommen. Ja, die verrecken natürlich, okay, dann muss ich die mal ein bisschen... Nein, die verrecken schon wieder. Ah, ne. Okay, jetzt verrecken sie nicht, aber hier sind jetzt ein paar Gebäude, die sind nicht so gut. Ich lasse die Queen jetzt mal laufen und räume hier außen schon mal so ein bisschen was ab. Denn das Gold ist natürlich hier außen in den Lagern und nicht drin, weil das eine tote Base ist hier. Und dementsprechend... habe ich ein paar Riesen dabei und ein paar von meinen Lieblingen. Das reicht dann in der Regel. Ich habe hier heute schon mal so 1-2 Angriffe mitgemacht. Das heißt also, habe die genauso geschickt. Die Queen habe ich einfach laufen lassen. Und jetzt muss ich mal gucken, dass die... wo ist denn eigentlich das ganze Dunkel? Oh, das ist alles in der Mitte, ey. Aber da muss ich die reinkriegen. Okay. Ja, da muss ich jetzt erstmal gucken, wie kriege ich die jetzt in die Mitte rein. Gut, und dann, oh nein, oh, ach Queen,
Ah, dann müssen sie die jetzt machen. Okay. Okay, ja, sie geht jetzt doch. Sie findet jetzt doch noch das Loch da in der Mitte. Mann, Mann, Mann. Manchmal glaubt man ja, wo will die denn eigentlich hin? Und jetzt geht die da immer noch nicht rein. Hallo, es reicht doch jetzt, das Außenrohr machen fertig. Also das Außenklären. Es gibt jetzt, also wenn die jetzt gleich zum Magerturm läuft, dann, ja, ich wollte es gerade sagen, ey, gehst du endlich in die Mitte zu dem Dunklen. Zeit ist gleich um und die Base ist clear, aber das Dunkle steht in der Mitte noch. Das kann natürlich auch nicht sein. Jetzt musste ich mal kurz ein bisschen ruhiger werden. Aber ihr habt selber gesehen, manchmal geht die ja unmögliche Wege und macht natürlich immer grundsätzlich irgendwelche anderen Gebäude, außer die, die sie gerade anschießt und beziehungsweise von der sie gerade Feuer bekommt. Aber ich habe die Base jetzt fast abgeräumt. Hier unten ist noch, glaube ich, in dem großen Lager jetzt das. Da wäre jetzt noch ein bisschen Elixier für mich drin, aber ich zünde die Queen jetzt, dann ist sie gleich wieder geheilt. Dann kann ich gleich im Anschluss einen zweiten machen. Das ist in Ordnung für mich hier. Aber so kann man hier auch mal, ist ein bisschen was anderes. Klar habe ich meine Kubis dabei, ich tausche auch immer wieder. Aber ich habe die Truppe jetzt schon nochmal nachgebaut und würde die jetzt auch nochmal nachbauen. Die ist ja nicht schlecht. Nehmen wir mal gerade ein Gift noch mit rein. Dann haben wir hier auch einen dunklen Zauber mit drin und hier fehlt uns so einer. Ah ne, hier fehlt uns der Jumpspell. Okay, ja, ich denke mal, das war's klein und fein. Wie gesagt, es ging in erster Linie um den Clankrieg hier. Bei mir in der BSC hat sich nichts getan, kein Update. Und ich habe halt ein bisschen Sorge, dass ich das Dunkle nicht in den paar Tagen jetzt schaffe, weil ich nicht so viel tue. Aber 75.000, das sieht ganz gut aus. Ich brauche irgendwie um die 100, weiß ich gar nicht, muss ich mal wieder nachgucken. 165.000 für ein Update hier. Und dann geht der King leider gleich weiter. Leider auch zu Ungunsten meines Clans, weil ich dann kein CK mitspiele. Aber ich hatte ja schon mal gesagt, irgendwann kommt die Zeit. Da mache ich mit dem Char hier Dauer-CK, weil ich dann zumindest die Helden nicht mehr leveln muss. Und nur noch meine Def hochgeben muss. Ein paar Mauern hochgeben muss. Ich mache gleich auch eine Mauer mit dem Elex hier. Denn ich brauche es im Moment nicht. Mein Labor braucht noch 9 Tage und ein paar Stunden. Da kann ich ruhig mal ein bisschen was raushauen hier in die Mauern. Und wenn es euch bei dieser Clash of Clans Folge gefallen hat mit mir, dann lasst mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, abonniert einfach meinen Kanal. Und dann sehen wir uns wieder in einer weiteren Folge, wenn der Tortu wieder clasht. Bye, bye.